This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute zur nächsten der 19. Lesung aus dem Buch von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Wir befinden uns immer noch im 4. Kapitel, und zwar über die Kreuzzüge gegen die Albigenser in diesem Fall. Na, das ist jetzt, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ist das vielleicht das 5. Kapitel? Davor war ja das 4. Kapitel, Kreuzzüge gegen die Katharer. Jetzt bin ich echt eben am Gucken hier, gegen die Albigenser. Lass mich mal eben zurückgucken, ob das hier irgendwo ein neues Kapitel geworden ist. Aber es spielt im Grunde auch keine Rolle. Wir lesen immer noch über die Kreuzzüge gegen die Albigenser, was wir auch die letzten Male schon gemacht haben. Ja, das 4. Kapitel, das ist richtig. Und da hatten wir letztes Mal aufgehört mit der Lesung, als ich das Bild eingeblendet hatte von Wikipedia über das 4. Laterankonzil, weil der Autor da gleich drauf eingegangen ist hier. Und ich werde natürlich in dem Buch gleich nochmal ein Stückchen zurückgehen. Und wir werden in der Mitte der Seite 202 anfangen mit der Lesung. Aber bevor wir das machen, werde ich jetzt erst einmal diese Wikipedia-Seite weiterlesen, ja, die wir angefangen haben. Und dann werden wir lesen, was im 4. Laterankonzil nach Wikipedia hier damals beschlossen wurde. Ist ja auch mal ganz interessant, diese Quellen hier mit reinzunehmen, weil der Autor geht natürlich auf das 4. Laterankonzil zwar hier ein, aber doch nicht so tief, wie Wikipedia das hier tut. Und von daher finde ich das ganz in Ordnung, dass wir uns das hier mal anschauen. Nun kann man natürlich sagen von, ja Jörg, aber Wikipedia, weißt du doch, ist eine offene Quelle, ist doch gar nicht so zu vertrauen. Das stimmt, man muss immer sehen, was man sich aus Wikipedia nimmt. Wenn man hier solche Sachen nimmt, wie mehr oder weniger die katholische Information vom 4. Laterankonzil, da kann man ziemlich genau von ausgehen, dass da korrekte Dinge drinstehen, wie oftmals bei Wikipedia das ist. Es geht ja nicht darum, was sie schreiben, es geht darum, was sie weglassen. Ja? Und natürlich, auch Wikipedia
schreibt hier natürlich die Dinge ganz anders, als ein bibelgläubiger Christ sie lesen würde. Das ist ja deutlich. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass wir da jetzt reingehen sollten. Und dann lesen wir genau da weiter, wo ich letztes Mal aufgehört hatte. Und das ist über die Lehre der Transsubstantiation. So, also, wir lesen hier auf der Wikipedia-Seite die Lehre der Transsubstantiation von Brot und Wein im Sakrament der Eucharistie ist heute noch relevant bis in die ökumenische Diskussion der römisch-katholischen Kirche. Ich will da jetzt nicht zu weit drauf eingehen. Ich habe schon Videos genug gemacht, wo ich auf die Transsubstantiation eingegangen bin. Die Transsubstantiation ist diese teuflische Lehre der römisch-katholischen Kirche, dass sie mit den Hokuspokus-Worten hoc est corpus enim meum, das Stück Brot, die, wie nennt man das im Deutschen jetzt? Hostie heißt es im Englischen. Dieses Stück, ja, die Hostie, das ist ja, glaube ich, im Deutschen, ne? Das ist dasselbe Wort, ne? Also dieses Stück Brot verwandelt wird in den Leib und die Seele, in das Fleisch und das Blut, in die Göttlichkeit und in die Menschlichkeit Jesu Christi. Mit diesen Worten wird das darin verwandelt. Das ist die Transsubstantiation. Das ist eine teuflische, aus Babylon stammende Lehre, die nichts mit der Bibellehre zu tun hat. Und die wurde hier also auch nochmal in diesem vierten Laterankonzil besprochen und deutlich besprochen, weil es steht hier ja, ohne ausdrückliche Nennung richten sich viele dieser Erläuterungen gegen die Katharer, die einen ursprünglichen Dualismus guter himmlischer und böser irdischer Mächte lehrten, das Abendmahl nicht als Sakrament ansahen, und das tue ich auch nicht. Es gibt nämlich keine Sakramente im wirklichen Christentum. Sakrament ist eben eine römisch-katholische Tradition, ja, sieben verschiedene kennen die dort. Und die eben auch sagen, nur asexuell lebenden Anhängern die Möglichkeit zum Heil einräumen. Also ich will jetzt gar nicht mehr über die Falschlehren der Katharer ausweiten. Wir wissen, dass die Katharer keine in dem Sinne bibeltreuen Christen waren. Sie waren Ketzer im Sinne der Bibel, aber sie waren vor allen Dingen auch Ketzer im Sinne des römischen Katholizismus. Und weil sie zum Beispiel das Abendmahl nicht als Sakrament ansahen, was die römisch-katholische Kirche fordert, was man tun muss, um zu ihr zugehören, zu ihr zuzugehören, und deswegen haben sie die Katharer unter anderem auch verfolgt. So, und in der biblischen Lehre ist die Kommunion, das Abendmahl, eine Sache, die wir so oft tun können, wie wir wollen, im Gedenken an Jesus Christus, und zwar ohne ihn ständig wieder zu opfern, wie es in der römisch-katholischen Kirche in der Transsubstantiation gemacht wird. Und deswegen steht das hier eben drin, dass die Katharer eben das Abendmahl nicht als Sakrament ansahen, das tue ich auch nicht. Und darunter, deswegen unter anderem sagt die römisch-katholische Kirche, sind die Katharer hier Ketzer. Dann geht es weiter in dem Artikel, wo dann steht, hier in diesem Teil lesen wir dann weiter, der zweite Kanon verteidigt die Trinitätslehre des Petrus Lombardus gegen den Vorwurf des Joachim von Fiore, der in 1202 verstorben war. Petrus habe neben die drei göttlichen Personen, Vater, Sohn und Heiligen Geist, deren gemeinsames Wesen als eine vierte Größe einführen wollen. Ja? Also er spricht da nicht von einer Trinität, sondern einer Quadruität. Ja? Ich spreche auch nicht von einer Trinität, da habe ich in anderen Videos mich bereits darüber ausgeweitet. Trinität ist babylonischer Blödsinn und babylonische Falschlehre. Ja? Und da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, sonst müsste ich ja hier den ganzen Artikel Wikipedia bis ins Detail auseinandernehmen. Und es geht ja darum, dass wir nur ein wenig mehr lernen, worum es in diesem Vatikanischen oder in diesem Lateranen, Entschuldigung, in diesem Laterankonzil ging. Also, lesen wir nochmal eben weiter. Die Ausführungen dazu, also dass der Joachim von Fiore hier die Vater, Sohn und Heiligen Geist und deren gemeinsames Wesen als eine vierte Größe einführen wollte, die Ausführungen dazu gehen auf die Möglichkeit und Begrenztheit analoger Rede von Gott ein. Dabei fällt die systematisch wichtige Aussage, zwischen Schöpfer und Geschöpf lässt sich keine so große Ähnlichkeit feststellen, dass zwischen ihnen nicht noch eine größere Unähnlichkeit festzustellen wäre. Der Kanon verurteilt jeden, welcher der Lehre Joachims de Fiore in diesem speziellen Punkt anhängt, nimmt aber dessen
Kloster in Fiore ausdrücklich davon aus, zumal auch Joachim selbst alle seine Schriften dem apostolischen Stuhl zur Approbation unterbreitet habe. In einem Nachsatz wird ohne weitere Erläuterung ein perversissimum Dogma des Almaric von Bena verdammt, das bis heute in der Forschung nicht eindeutig identifiziert ist. Und dann geht es weiter um die Ketzerverfolgung. Was wurde denn dazu im Laterankonzil gesagt? Ketzerverfolgung lesen wir hier. Ich mache das eben farblich hinterlegen, dass wir wissen, wo wir sind. Ne? Der dritte Kanon exkommuniziert und bannt alle Heretiker, die sich gegen die oben dargestellte Glaubenslehre stellen, also das ist auch die Transsubstantiation, und überantwortet sie der weltlichen Gerichtsbarkeit. Ja, also die Kirche, die spirituelle Macht, verurteilt und die weltliche Macht soll diese Verurteilung ausführen, exekutieren. Die Exkommunikation soll hier mit in die Exekutive umgesetzt werden durch die weltliche Regierung. Verdächtige werden mit dem Bann belegt, also Kirchenbann, sie werden exkommuniziert und wenn sie nicht innerhalb eines Jahres ihre Unschuld nachweisen, wie erwiesene Heretiker behandelt. Weltliche Mächte, die sich an der Ausrottung der Ketzer nicht beteiligen, also unter anderem zum Beispiel der Raimund, von dem wir hier die ganze Zeit sprechen, werden ihrerseits nach Mahnung exkommuniziert. Nach Ablauf eines Jahres werden ihre Vasallen und Lehnsnehmer von ihrem Treueeid entbunden. Und der Papst gibt ihre Ländereien zur Besetzung durch kirchentreue Christen frei. Kirchentreue Christen in diesem Fall, nein, durch für andere Katholiken frei. Wer an den Ketzerkreuzzügen teilnimmt, das ist immer noch ein Beschluss des dritten Kanons im Laterankonzil von 1215, wer an den Ketzerkreuzzügen teilnimmt, genießt dieselben Privilegien wie ein Jerusalemfahrer. Wer hingegen den Ketzereien anhängt, wer sie verteidigt, wer sie in Schutz nimmt oder begünstigt, verfällt der Exkommunikation. Nach Ablauf eines Jahres verliert er seine Rechtsfähigkeit, wird von der Erbfolge ausgeschlossen, Richter verlieren ihre Jurisdiktionsgewalt, Kleriker ihre Ämter und Pfründen sowie ihr Recht, die Sakramente zu spenden. Ausdrücklich mit der Exkommunikation bedroht wird auch jeder, der als Laie oder als nicht beauftragter Kleriker predigt. Mindestens jährlich sollen verdächtige Pfarreien begangen werden und dabei Personen, die sich vom üblichen Umgang mit Gläubigen in Leben und Sitten getrennt halten, dem Bischof denunziert werden. Bischöfe, die dieser Verpflichtung nicht nachkommen, werden ihrerseits aus dem Amt entfernt. Dieses Verbot der Laienpredigt traf vor allem die wiederum nicht namentlich genannten Waldenser. Wir wissen ja, dass die Waldenser durch Europa zogen, durch die verschiedenen Länder zogen, bis in Deutschland hinein und sogar höher. Polen, Ungarn, in den Osten da oben, überall eingezogen sind und eben gepredigt haben, das Wort Gottes gepredigt haben, aufgrund ihrer in romanisch geschriebenen Bibel, die basierte auf dem Textus Receptus und dem masoretischen Text fürs Alte Testament. Die römisch-katholische Kirche will für das Werben für das Wort Christi keine Konkurrenz, weil jede Lehre, die außerhalb der römisch-katholischen Kirche gelehrt wird, kann ja nur eine rechtmäßigere sein als die ihre. Und da will sie sich natürlich gegen verwehren. Kirchenverfassung. Der vierte Kanon mahnt die Kirche, die lateinische Kirche, nicht zu verachten, ihre Taufe anzuerkennen und zum Gehorsam gegenüber der römischen Kirche zurückzukehren, damit es nur eine Herde und einen Hirten gebe. Also das Bestreben zu einer Weltreligion und einer Weltkirche, das gab es schon hier im 13. Jahrhundert und das gibt es auch heute im 21. Jahrhundert immer noch, mithilfe des Ökumenismus sogar erfolgreicher denn je. Der fünfte Kanon bestätigt die seit alters anerkannte Hierarchie der Patriarchatssitze in folgender Reihenfolge. Rom an der Spitze natürlich. Konstantinopel an zweiter Stelle, dann Alexandria, Antiochien und Jerusalem. Erst nach ihrem Gehorsamseid gegenüber dem römischen Stuhl sollen die östlichen Patriarchen das Recht haben, ihren Suffraganen ihrerseits das Pallium zu gewähren und das Kreuzbanner vor sich hertragen zu lassen. Das Pallium kennt ihr, das ist das Tuch, was diese Schleife, die
die der Klerus in der römischen Katholizismus sich umlegt. Da hatte ich auch schon mal Bilder früher von gemacht, in früheren Lesungen. Und dieses Pallium wird eben nur dann gewährt, wenn man hier den Gehorsamseid abgelegt hat. Der sechste Kanon fordert Metropoliten auf, in ihren Territorien alljährlich in feierlicher Weise Synoden abzuhalten. Schon in deren Vorfeld soll jeweils nach straf- und verbesserungswürdigen Zuständen geforscht werden. Der siebte Kanon mahnt die Prälaten, bei der Bestrafung und Verbesserung von Verfehlungen kein Gewohnheitsrecht und keine Appellation zuzulassen, außer gegen Formfehler. Der achte Kanon stellt Richtlinien auf für Anklage, Anzeige und Untersuchung von Verfehlungen von höheren und niederen Amtsträgern, wie auch für die Verteidigung gegen unberechtigte Anklagen. Der neunte Kanon schreibt vor, an Orten mit gemischter Bevölkerung, also Ketzer sozusagen und Katholiken, die unterschiedlichen Riten anhängt, geeignete Personen mit dem Gottesdienst für die jeweilige Volksgruppe zu beauftragen. An einem Ort darf es jedoch nur einen Bischof geben. Der zehnte Kanon fordert, dass Bischöfe, die nicht selbst predigen können, dazu geeignete Männer zu Koadjutoren bestellen und sie an Kathedral- oder Konventualkirchen einsetzen. Der elfte Kanon erinnert an die Forderung nach Einstellung von Lehren für Kleriker und arme Scholaren an Bischofskirchen und anderen finanziell ausreichend ausgestatteten Kirchen. An Metropolitankirchen sollen auch Theologen zur Priesterausbildung eingestellt werden. Der zwölfte Kanon fordert, alle drei Jahre in jedem Land ein allgemeines Kapitel aller Ordensleute zu versammeln, die währenddessen in einem Kloster zusammenleben sollen und unter Beziehung von zwei Zisterziensern aktuelle Reformanliegen erörtern und durchführen. Sie sollen auch geeignete Personen mit der Visitation der Frauenklöster und der Regularkanoniker beauftragen. Und der 13. Kanon schließlich verbietet die Stiftung neuer Ordensregeln. Neu zu gründende Klöster müssen bestehende Regeln annehmen. Mönche dürfen nicht gleichzeitig mehreren Klöstern angehören. Ein Abt nicht gleichzeitig mehreren Klöstern vorstehen. Und dann geht es noch weiter über die Moral der Kleriker, der 14. bis zum 20. Kanon. Ja. Und das ist auch nicht ganz unwichtig, weil wir zum Beispiel lesen im 20. Kanon, der anordnet, dass die Eucharistie und Chrisam verriegelt aufzubewahren, um Missbrauch zu vermeiden. Was ist Chrisam? Das sehen wir hier, eine in der römisch-katholischen Kirche, in den orthodoxen und auch die orientalisch-orthodoxen Kirchen und den katholischen Ostkirchen und der altkatholischen Kirche verwendetes wohlriechendes Salböl, das bei der Spendung verschiedener Sakramente diente. Ja, also das muss zusammen mit der Eucharistie, ja, das wir ja kennen, diese Hostie, wie ich gerade eben bereits sagte, das Brot darstellt, das muss verriegelt aufbewahrt werden, um Missbrauch zu verhindern. Dann gibt es hier noch Kanons über Buße und über Bischofswahlen, Zulassung zu kirchlichen Ämtern. Ja, das kann man sich im Grunde sparen, das hier zu lesen, Zulassung zu kirchlichen Ämtern, aus dem einfachen Grunde, weil die römisch-katholische Kirche vor der Zeit, in dieser Zeit und auch nach der Zeit berühmt war für ihre Simonie und das immer noch ist, nämlich das Kaufen von kirchlichen Ämtern. Also Zulassung von kirchlichen Ämtern kann man ganz kurz auf einen Satz beschränken. Wer das Geld hat, um das zu kaufen, der kriegt's. So einfach ist das. Missbrauch von Visitationsgeldern, kirchliches Verfahrensrecht, Abgrenzung von weltlicher Rechtsprechung, das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Mehr oder weniger geht dieses Thema ja darum, dass man eben sich als Kirche nicht der weltlichen Rechtsprechung unterwirft. Dann ein Punkt Exkommunikation, das sollten wir vielleicht noch einmal ansprechen hier, Kanon 47, 48 und 49, Exkommunikation, da heißt es, der 47. Kanon gebietet die Exkommunikation nur nach vorhergehender Mahnung und vor Zeugen zu verhängen. Nach erfolgloser, demütiger Bitte, eine unrechtmäßig verhängte Exkommunikation zurückzuziehen, kann höheren Orts Klage eingelegt werden. Sowohl ungerechte Verhängung wie ungerechtfertigter Protest gegen eine rechtmäßige Exkommunikation ziehen die Verpflichtung zur Leistung von Schadenersatz nach sich. Der 48. Kanon regelt Befangenheitsanträge gegen Richter, die eine Exkommunikation aussprechen und richtet sich gegen den Missbrauch des Rechtsmittels. Und der 49. Kanon bedroht jeden, der aus Habgier eine Exkommunikation ausspricht oder aufhebt, vor allem in Gegenden, in denen bei der Absolution eine Gebühr fällig wird, mit Strafe der Rückzahlung der erpressten Summe in doppelter Höhe. Eheregelung, da lasse ich es jetzt mal eben weg, weil die Ehe hat in der Kirche, in der römisch-katholischen zumindest, überhaupt nichts zu suchen.
Kirchenzehnt, das sind halt Abgaben, die gemacht werden, Privilegien und Geschäftsfähigkeit von Ordensleuten, bischöfliche Kompetenzen, diverse Missbräuche, Simonie. Ja, was hat denn die römisch-katholische Kirche dazu zu sagen? Das müssen wir ja eben wissen. Alles, was die römisch-katholische Kirche über Simonie hier sagt, ist offizielle Lehre und alles das, was sie tut, ist die inoffizielle Lehre. Und das eine geht nicht unbedingt zusammen mit der anderen. Also, der 63. Kanon verbietet sowohl die Forderung als die Zahlung von Geld für Bischofsweihen, Abtsbenediktionen und Ordination von Klerikern und verurteilt die Rechtfertigung dieses Missbrauchs als alte Gewohnheit. Also Bischofsweihen, Abtsbenediktionen und Ordination, das wird verurteilt oder verboten. Aber das Amt des Papstes oder eines Kardinals kaufen steht hier nicht zwischen. Ne? Man muss immer zwischen den Zeilen lesen. Ne? Der 64. Kanon belegt Ordensfrauen mit lebenslanger schwerer Buße, die Schwestern gegen Geld in ihren Konvent aufnehmen. Dasselbe soll für Mönche und Regularkanoniker gelten. Der 65. Kanon verbietet den Bischöfen die Erhebung unrechtmäßiger Geldforderungen gegenüber Pfarrern bei Antritt einer neuen Pfarrei, gegenüber Rittern oder Klerikern beim Eintritt in Klöster für ihr Begräbnis in einem Kloster oder der Kirche. Und der 66. Kanon schließlich verbietet alle Geldforderungen für Begräbnisse, Trauungen und die Spenden und die Spendung anderer Sakramente. Ja, verbietet. Aber wenn man für seine Toten eine Messe halten will, eine kleine Messe oder eine hohe Messe, da muss man dafür schon bezahlen. Ne? Also wir finden ja immer Arten und Weisen, das zu umgehen. Juden, was sagen Sie denn dazu? Der 67. Kanon verbietet Juden schweren und unmäßigen Wucher, mit dem sie das Vermögen von Christen in kurzer Zeit erschöpfen. Deswegen gebraucht die römisch-katholische Kirche auch seit jeher Juden, um das Geldsystem zu beherrschen, ne? Wie Bert Rothschild und so weiter, wie wir heute wissen. Der 68. Kanon gebietet Juden und Muslimen, sich abweichend zu kleiden, damit christliche und jüdische und muslimische Männer und Frauen sich nicht irrtümlich miteinander einlassen. An Gründonnerstag und Karfreitag dürfen sie sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Der 69. Kanon verbietet die Übertragung öffentlicher Ämter an Juden und Heiden, wodurch diesen Machtbefugnisse über Christen gegeben würden. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Das ist der Grund, weshalb man als bibeltreuer Christ in diesem antichristlichen System keine Funktion von Macht bekommen kann, weil wenn man nämlich nicht katholisch ist, und zwar offiziell in allen Büchern, dann kann man keine öffentlichen Ämter haben. Also nach dem Motto, man ist vor dem, ich sag mal jetzt, deutschen Grundgesetz zum Beispiel gleich mit anderen, weil man ja nicht diskriminiert werden darf aufgrund seines Glaubens. Ja, da beschließt aber die römisch-katholische Kirche hier im 4. Laterankonzil in 1215 eine ganz andere Sache. Der 70. Kanon untersagt getauften Juden das Verharren in ihren religiösen Bräuchen. Also nach dem Motto, wenn du getauft bist in der römisch-katholischen Kirche, dann musst du deine religiösen Bräuche des Judentums aufgeben. Und dann gibt es hier noch einen Aufruf zum Kreuzzug. Und das ist der letzte Punkt, den wir hier eben lesen. Da steht nämlich, der 71. Kanon ruft zum Kreuzzug von Damiette in das Heilige Land auf, der am 1. Juni 1217 von Brindisi in Italien bzw. Messina aus starten soll. Priester und andere Kleriker im christlichen Heer, also katholischen Heer, sollen nachdrücklich zu gottesfürchtigem Verhalten, zu Mäßigung und Eintracht mahnen und auch unterwegs für 3 Jahre ihre Einkünfte erhalten. Prälaten sollen säumige Gläuber, die sich zur Teilnahme am Kreuzzug verpflichtet haben, zur Umsetzung mahnen und notfalls mit Exkommunikation und Interdikt ihrer Länder bedrohen. Ja. Aufruf zum Kreuzzug, das lesen wir gerade. Der Papst kündigt an, für die Kreuzfahrer 30.000 Pfund aus dem eigenen Etat zur Verfügung zu stellen und die Kosten der Überfahrt ab Rom zu tragen. Außerdem 3.000 Mark Silber aus Spenden bereitzustellen. Kleriker sollen in den kommenden 3 Jahren 5% ihrer Einkünfte zur Unterstützung des Kreuzzugs abführen, der Papst selbst und die Kardinäle 10% ihrer Einkünfte. Kreuzfahrer, die Kredite aufgenommen haben, werden von ihrem Eid zur Zahlung des Wuchers losgesprochen. Ihren Gläubigern wird die Rückerstattung der Zinsen auferlegt. Juden sollen durch die weltliche Macht zum Erlass der Zinsen gezwungen werden und bis dahin von der Gemeinschaft mit Christen gebannt sein. Für die Tilgung der eigentlichen Schuld soll den Kreuzfahrern vergünstigte Bedingungen gewährt werden. Also jeder, der immer sagt, die Juden machen von sich aus den Wucher, ist ja gar nicht mal richtig. Man sieht hier ja, wie die römisch-katholische Kirche die Juden außerhalb nimmt des Finanzsystems und denen Dinge erlaubt, die in der
im sogenannten Christentum, im römischen Katholizismus, so gesagt verboten sind. Ja? Wucher zum Beispiel. Ja? Die römische Kirche tut das auch, aber das ist halt immer der Unterschied zwischen esoterischer und exoterischer Lehre. In der Heimat gilt ein dreijähriges Turnierverbot und ein mindestens vierjähriger allgemeiner Frieden in der gesamten römisch-katholischen Welt. So muss man das lesen. Weiterhin wird ein vierjähriges Schiffs-, Waffen- und Technologieembargo gegen die Sarazenen verhängt. Bei aufrichtiger Reue und mündlichem Bekenntnis wird nicht nur allen, die sich persönlich auf den Kreuzzug begeben, Vergebung ihrer Sünden zugesagt, sondern auch allen, die Kämpfer ausstatten, die Schiffe bereitstellen oder bauen lassen. Ja, also bei aufrichtiger Reue und mündlichem Bekenntnis wird nicht nur allen, die sich persönlich auf den Kriegszug begeben, Vergebung ihrer Sünden zugesagt, sondern auch allen, die Kämpfer ausstatten, die Schiffe bereitstellen oder bauen lassen. All denen wird Vergebung sämtlicher Sünden zugesagt. Und das ist eben der große Unterschied mit der Bibel, wo nur der Herr Gott die Sünden vergeben kann. Der Mensch vergibt sie gegen Verkauf. Ja, weiter oben wettert dieses Laterankonzil noch gegen Simonie und hier unten geben sie eine Generalamnestie, ja, ein totales Vergeben aller Sünden für einen jeden, der mit zwischen Anführungszeichen aufrichtiger Treue und mündlichem Bekenntnis sich auf diesen Kreuzzug begibt und alle Sünden erlassen bekommt. Neben den formellen Kanones, die wir gerade eben zum Teil gelesen hatten, wurden auch Beschlüsse zu Gegenständen gefasst, die heute als weltlich oder rein politisch angesehen würden, damals aber als durchaus relevant für ein Konzil galten. In der letzten Sitzung am 30. November, 1217 ist das dann, verkündete der Papst das Urteil des Konzils über die Thronstreitigkeiten im Heiligen Römischen Reich. Friedrich II. Wurde anerkannt, Otto von Braunschweig abgewiesen, die englischen Barone, die sich gegen den König Johann ohne Land aufgelehnt hatten, wurden mit dem Anathem, also mit dem Kirchenbann, belegt, Graf Raimund von Toulouse, um jetzt wieder zurückzukommen auf unsere Hauptfigur hier in der Buchlesung, über die Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Graf Raimund von Toulouse wurde als Unterstützer der Katharer seines Amtes enthoben. Seine Grafschaft ging an Simon von Montfort, den schärfsten Verfolger der Katharer, über. So, und soweit haben wir diese Lesung jetzt hier in Wikipedia über das vierte Laterankonzil zum Abschluss gebracht. Einberufen von Papst Innozenz III., vorgesessen von Papst Innozenz III. Das sind die Teilnehmer hier. Und das waren die Themen, über die wir gerade eben gesprochen hatten. Und es fand Platz vom 11. bis 30. November 1215. Ich dachte, es wäre 1215 bis 1217 gewesen. Also 1215. Ja. Und damit kommen wir hier mit dem vierten Laterankonzil zum Schluss. Weiter lesen wir dann, wie gesagt, ich gehe noch mal kurz zurück auf das, was wir schon gelesen hatten, auf die Mitte von Seite 202, wo wir lesen, die beiden Raimunde hatten sich inzwischen zurückgezogen, anscheinend nach England, wo König Johann, ja, wie wir gerade eben gelesen hatten, Johann ohne Geld, wo König Johann ihnen für ihre wertlose Huldigung 1000 Mark gegeben haben soll. Möglicherweise war das der Grund, weshalb Philipp August in die Teilnahme seines Sohnes am Kreuzzuge die Belehnung Montforts mit den nunmehr unter englischer Oberhoheit stehenden Gebieten einwilligte. Übrigens konnte Johann infolge seiner auswärtigen Misserfolge sowie der Unruhen im Inneren seines Landes weder als Verbündeter noch als Lehnherr etwas nützen und Raimund blieb nichts anderes übrig, als geduldig auf den Zusammentritt des großen Konzils zu warten, dem die endgültige Entscheidung über sein Schicksal zugewiesen worden war. Da hat man ja gerade eben gelesen, wie das für ihn abgelaufen ist. Hier durfte er auch hoffen, sein Schicksal endlich einmal Gehör, also auf dem Konzil, endlich einmal Gehör und Gelegenheit zur Anrufung der ihm so lange und hartnäckig verweigerten Gerechtigkeit zu finden. Im April 1213 hatte der Papst die Einladung zu dem Parlamente der christlichen Kirche, dem 12. Generalkonzil, ergehen lassen.
Hier sollte die versammelte Weisheit und Frömmigkeit der Kirche über die Wiedergewinnung des Heiligen Landes, über die Reform der Kirche, die Beseitigung der Missbräuche, die sittliche Hebung und Besserung der Menschen, die Ausrottung der Ketzerei, die Stärkung des Glaubens und die Beruhigung der Zwietracht beraten. All diese Dinge waren als Beratungsgegenstände festgesetzt und 2,5 Jahre Zeit wurden zur Vorbereitung gewährt. An dem bestimmten Tage, dem 1. November 1215, wie wir ja gerade hier auch gelesen hatten, hier steht vom 11. bis 30. November, fand es dann tatsächlich Platz, das steht bei Wikipedia. An dem bestimmten Tage, dem 1. November 1215, traten die Prälaten zusammen und Antichrist Papst Innozenz III. Durfte sich in verzeihlichen Stolz rühmen, die erlauchteste Versammlung, welche die lateinische Christenheit je gesehen hatte, eröffnen und leiten zu können. Die Eroberung Konstantinopels ermöglichte wenigstens dem Namen nach eine Vereinigung der morgen- und abendländischen Kirche. Und die Patriarchen von Konstantinopel und Jerusalem erschienen auf dem Konzile als die demütigen Diener des Nachfolgers Petri. Wir hatten ja auch gerade in Wikipedia gelesen, dass hier eine Hierarchie gemacht wurde über die Kirchen, dass Rom eben ganz vorne anstand, ja, und dass dahinter die anderen Kirchen kamen. Erst Konstantinopel, dann Byzantinien irgendwo war es noch, dann kam Alexandrien und ganz zum Schluss kam Jerusalem. Ne? Hatten wir ja gerade eben gesehen in dem kleinen Video, was ich da gemacht hatte, als ich das auf Wikipedia vorgelesen hatte. Ja? Steht also hier von unserem Autor auch bereits gesagt, dass die Patriarchen von Konstantinopel und Jerusalem auf dem Konzil erschienen, aber als die demütigen Diener des Nachfolgers Petri. Sie unterwerfen sich also da dem Führungsanspruch des Papstes, des Bischofs von Rom. Alles, was in Kirche und Staat hervorragte, war entweder persönlich erschienen oder hatte Stellvertreter entsandt. Jeder Monarch hatte seinen Gesandten auf dem Konzil, um seine Interessen auf dieser Versammlung wahren zu lassen, die von dem Grundsatze ausging, dass die weltlichen Angelegenheiten den Geistlichen ganz untergeordnet seien, das hatten wir ja in dem Wikipedia-Artikel auch gelesen, und die infolgedessen die Rechte der Herrscher gerade nicht mehr respektierte. Die gelehrtesten Theologen und Doktoren waren zur Stelle, um Rat zu erteilen in Glaubenssachen oder in den verwickelten Fragen des kanonischen Rechtes. Die Kirchenfürsten hatten sich in einer noch nie dagewesenen Anzahl eingefunden. Außer den Patriarchen waren da 71 Erzbischöfe oder Metropoliten, 412 Bischöfe, mehr als 800 Äbte und Prioren und die zahllosen Vertreter der nicht anwesenden Prälaten. 2 Jahrhunderte sollten vergehen, ehe Europa wieder seine Gesamtvertretung darstellen konnte, in einer Körperschaft wie die war, welche damals in 3 weiten Hallen der Basilika Konstantinus sich drängte. Ja, dann sprechen wir über das Konzil von Konstanz in 1415. Dass auf Befehl des Papstes eine solche einheitliche Versammlung der Christenheit zusammentrat, wie sie eine andere Macht nie hätte zusammenbringen können, zeigt, wie sehr die Kirche und die römisch-katholische Kirche immer zu verstehen, es verstand, den zentrifugalen Bestrebungen der Nationen entgegenzuwirken, also alles, was auseinanderbricht, hält die Kirche dann zusammen und dadurch der modernen Zivilisation einen ganz unschätzbaren Dienst zu erweisen. Denn ohne eine solche Zentralmacht würde dieselbe wohl ein ganz anderes Aussehen erhalten haben. Um dieselbe Zentralmacht geht es heutzutage in der neuen Weltordnung auch. Nun, die Grafen von Toulouse, Foix und Comminges hatten sich schon vor Eröffnung des Konzils in Rom eingefunden. Sie trafen dort den jüngeren Raimund, der, um den Häschern Montforts zu entgehen, in der Verkleidung eines Kaufmannsdieners von England aus durch Frankreich gezogen war. In wiederholtem Zusammenkünften mit Innozenz brachten sie ihre Sache vor und machten auch tatsächlich keinen geringeren Eindruck auf den Papst. Arnold von Narbonne, durch seinen Streit mit Montfort erbittert, soll ihnen sogar geholfen haben. Die anderen Prälaten indessen, für die es sich in dieser Sache fast um Leben und Tod handelte, waren in ihren Anklagen gegen Raimund so heftig und entwarfen ein so gefährliches Bild von der Religion drohenden Katastrophe, also der römisch-katholischen Religion drohende Katastrophe,
dass Innozenz nach kurzem Zögern sich dafür entschied, nicht in die Angelegenheit einzugreifen. Montfort hatte seinen Bruder Guido als Vertreter gesandt. Sobald das Konzil zusammengetreten war, machten beide Parteien ihre Ansprüche geltend. Die Entscheidung erfolgte rasch und lautete, wie man erwarten durfte, zugunsten des Vorkämpfers der Kirche. In dem von Innozenz am 15. Dezember 1215 verkündeten Urteile werden zunächst die Anstrengungen aufgezählt, die die Kirche gemacht habe, um die Provinz Narbonne von der Ketzerei zu befreien, sowie der Frieden und die Ruhe rühmend hervorgehoben, womit der Sieg der Kirche gekrönt worden sei. Von der Annahme ausgehend, dass Raimund der Ketzerei und des Kirchenraubes für schuldig befunden worden sei, nimmt ihm das Konzil seine Macht, die er missbraucht hatte, und verurteilt ihn, zur Buße für seine Sünden anderswo seinen Wohnsitz zu nehmen. Für seinen Lebensunterhalt billigt man ihm jährlich 400 Mark so lange zu, als er sich gehorsam zeigen werde. Seiner Frau wurden die Ländereien ihrer Mitgift belassen oder gleichwertiger Ersatz dafür zugesichert. Alle von den Kreuzfahrern eroberten Gebiete samt Toulouse, dem Mittelpunkt der Ketzerei, und Montauban wurden Montfort zuerkannt, der als das Hauptwerkzeug des Glaubenssieges gepriesen wurde. Die anderen, bis dahin noch nicht eroberten Besitzungen Raimunds, wurden der Kirche überwiesen, um sie zum Besten des jüngeren Raimund zu verwalten. Erst wenn dieser das passende Alter erreicht hätte, sollten sie ihm, falls er sich dazu würdig zeigte, übergeben werden. Und zwar ganz oder teilweise, je nachdem man es für geeignet halten würde. Soweit das Urteil den Grafen Raimund anging, war es ein endgültiges. Daher wurde von ihm auch stets als von dem früheren Grafen oder quondam comes gesprochen. Wir sprechen über Raimund den VI. Spätere Entscheidungen in Bezug auf Foix und Comminges hemmten wenigstens nach dieser Richtung hin die Waffenerfolge Montforts, wenn auch diese Entscheidungen für die eingeborenen Adligen weit weniger günstig waren, als es bei oberflächlicher Betrachtung erscheinen mochte. Der höchste Gerichtshof der Kirche hatte gesprochen, und zwar recht deutlich. Wie sehr aber die Kirche ihre Macht über die Herzen des Volkes schon eingebüßt hatte, zeigt die Tatsache, dass die Konzilsentscheidung nicht nur keinen Frieden herbeiführte, sondern im Gegenteil das Zeichen zu einem neuen Aufstande wurde. Man hatte augenscheinlich auf die Entscheidung gewartet in der Hoffnung, dass durch diese eine im Namen der Religion lange fortgesetzte Reihe von Ungerechtigkeiten wieder gut gemacht werden würde. Die Vereitelung dieser Hoffnung ließ dem zu höchster Begeisterung entflammten Nationalgefühl keine andere Wahl, als zu erneutem Widerstande seine Zuflucht zu nehmen. Wenn darum Montfort glaubte, durch den Ausspruch der Konzilsväter und durch die Annahme seiner Huldigung seitens des Königs Philipp seien seine Eroberung dauernd gesichert, so zeigte er dadurch nur, wie wenig er den Charakter des Volkes kannte, mit dem er zu tun hatte. In Frankreich war er natürlich der Löwe des Tages. Die Reise, die er zwecks Ablegung seines Lehnseides machte, glich einem Triumphzuge. Überall strömten die Volksscharen herbei, um den Vorkämpfer der Kirche zu sehen. In jeder Stadt kam die Geistlichkeit in feierlicher Prozession herbei, um ihn willkommen zu heißen. Und glücklich schätzten sich alle, die den Saum seines Gewandes berühren konnten. Erinnert ein wenig daran, dass sie ihn hier zu Jesus Christus erheben, ne? Wenn man den Saum Jesus Christus seines Gewandes damals berührt hatte, gab es ja, glaube ich, auch Leute, die davon sogar von Krankheiten geheilt wurden. Ne? Und heute strecken sich auch noch alle Hände dem Papst aus, um den zu berühren. Ja? Der jüngere Raimund, da geht es hier also wohl um Raimund den VII., der jüngere Raimund, um diese Zeit ein Jüngling von 18 Jahren, gestählt durch die Jahre des Unglücks, verstand es geschickt aufzutreten. Er soll einen sehr günstigen Eindruck auf Antichrist Innozenz den III. Gemacht haben, der ihn mit seinem Segen und mit dem Rate entließ, nicht zu nehmen, was anderen gehörte, aber das Seinige zu verteidigen. Res de l'autrui non repregas. Tole, c'est de gain, lo te vol hostar defendas. Was für eine Sprache das ist, weiß ich. Das klingt beinahe romanisch. Also auf jeden Fall ist das ein Französisch gemischt mit irgendwas anderes.
Der Jüngling beeilte sich, dem Rate Folge zu leisten. Also, wie wir gerade eben gelesen hatten, sich mit dem Segen, sich mit den Dingen zufrieden zu geben und zu verteidigen, die ihm gegeben waren. Der Jüngling beeilte sich also, diesem Rat Folge zu leisten, legte ihn aber nach und nach seiner eigenen Weise aus. Der Teil seines Erbes, der ihm unter der Obhut der Kirche aufbewahrt wurde, lag östlich von der Rhone. Dorthin lenkten auf der Rückreise von Italien Vater und Sohn im Anfang des Jahres 1216 ihre Schritte, um eine Operationsbasis zu finden. Ihre Aussichten erwiesen sich als nicht schlecht. Nach kurzem Aufenthalte ging der ältere Raimund, also Raimund der VI. Wieder, nach Spanien, um an Truppen auszuheben, was er nur auf die Beine bringen konnte. Marseille, Avignon, Tarascon, ja, das ganze Land erhob sich wie ein Mann, um seinen Herren willkommen zu heißen und verlangte, gegen die Franzosen geführt zu werden, unbekümmert um die Bannstrahlen der Kirche und gern bereit, Gut und Leben zu opfern. Hinfort sind es die Städte und Bürger, welche die erste Rolle in dem Drama spielen. Die halbrepublikanischen Gemeinden des Südens kämpften um ihre Existenz gegen die strenge Feudalherrschaft des Nordens. Wie untergeordnet die religiöse Seite der Frage und wie unklar die religiösen Begriffe waren, zeigt die Tatsache, dass bei der Belagerung des Schlosses Beaucaire als Verschanzungen gegen das von Montfort herangeführte Ersatzheer aufgeworfen werden mussten, Raimunds Kaplan jedem die ewige Seligkeit versprach, der an den Wällen arbeiten würde, obwohl doch der Krieg gegen die Kirche geführt wurde. Die Städter machten sich auch eifrig ans Werk, um die versprochenen Gnaden zu erlangen. Offenbar kümmerte man sich wenig um die Quelle, woher der Ablass kam, und ebenso wenig um den Zweck, um dessen Willen er verliehen wurde. Montfort begegnete dieser unerwarteten Wendung des Geschicks mit seiner gewohnten Rührigkeit. Aber die Stunde seines Glücks war vorbei. Man kann mit den geistlichen Chronisten sagen, er sei erdrückt worden durch den Bannfluch, den der unversöhnliche Arnold von Narbonne wegen des Unrechts, das ihm in ihrem Streit um die Herzogswürde zugefügt war, gegen ihn geschleudert hatte. Ein Bannfluch, den Montfort gänzlich missachtete und der ihn nicht abhielt, täglich der Messe beizuwohnen, obwohl er die kirchlichen Zensuren mit großer Ehrfurcht betrachtet hatte, als sie gegen seine Feinde angewendet wurden. Nach hartem Kampfe genötigt, Beaucaire seinem Schicksal zu überlassen, marschierte er voller Zorn gegen Toulouse, das sich anschickte, seinen alten Herrn zurückzurufen. Er steckte die Stadt an verschiedenen Punkten in Brand. Aber die Bürger errichteten Barrikaden in den Straßen und leisteten seinen Truppen Schritt für Schritt Widerstand, bis der Friede geschlossen wurde und er einwilligte, die Stadt gegen die ungeheure Summe von 30.000 Mark zu schonen. Doch machte er die Stadt so schutzlos wie möglich. Er zerstörte alle noch vorhandenen Befestigungswerke, füllte die Gräben aus und entwaffnete die Einwohner. Trotz der auf ihm lastenden Exkommunikation erfreute er sich immer noch der eifrigen Unterstützung der Kirche. Am 20. Juli 1216 starb Antichrist Innozenz III. Sein Nachfolger Honorius III. Setzte seine Politik fort und der neue Legat Kardinal Bertrand von St. Johann und St. Paul war womöglich noch entschiedener als sein Vorgänger entschlossen, die Empörung gegen die Kirche zu unterdrücken. Von Neuem begann man den Kreuzzug zu predigen. Im Anfang des Jahres 1217 überschritt Montfort mit frischen Verstärkungen der Kreuzfahrer und einer kleinen von Philipp August gestellten Heeresabteilung die Rhone und machte reißende Fortschritte in der Unterwerfung der dem jungen Raimund gehörenden Gebietsteile. Plötzlich überraschte ihn die Nachricht, dass Toulouse sich empört habe, dass Raimund der VI. An der Spitze spanischer Hilfstruppen mit Freuden dort begrüßt worden sei, dass Foix, Comminges und alle Adligen des Landes dorthin geeilt seien, um ihren Herrn willkommen zu heißen, und dass die Gräfin Montfort in dem Schlosse Narbonnais, der Zitadelle der Stadt, wo der Graf und die Bürger im Zaume zu halten eine Besatzung zurückgelassen hatte, bedroht sei. Seine Eroberungen im Stiche lassen, eilte er sofort zurück.
Im September 1217 begann die zweite Belagerung der heldenmütigen Stadt, deren Bürger fest entschlossen waren, das Joch des Fremden zu beseitigen oder die vielmehr mit dem Mute der Verzweiflung kämpften, da, wie erzählt wird, der Kardinallegat den Kreuzfahrern befohlen hatte, alle Einwohner ohne Unterschied des Alters oder des Geschlechts zu erschlagen. Trotz der wehrlosen Lage der Stadt, an deren Befestigung Männer und Frauen Tag und Nacht arbeiteten, trotz der drohenden und flehenden Briefe, die Honorius an die Könige von Aragonien und Frankreich, an den jüngeren Raimund, den Grafen von Foix, die Bürger von Toulouse, Avignon und Marseille und an alle diejenigen schrieb, die er abschrecken oder anfeuern zu müssen glaubte, trotz der großen Verstärkungen, die infolge der mit erneutem und verdoppeltem Eifer aufgenommenen Predigt des Kreuzzuges den Belagerern zuteil wurde, zog sich der Kampf um die Stadt 9 Monate lang hin, unter wütenden Sturmangriffen und noch wütenderen Ausfällen, bisweilen auch unterbrochen, je nachdem die Zahl der Kreuzfahrer zu- oder abnahm. Montforts Bruder Guido und sein ältester Sohn Amaury wurden schwer verwundet. Die Drangsale des verblüfften Feldherrn wurden noch empfindlicher gemacht dadurch, dass der Legat ihn wegen seiner Misserfolge verspottete und ihn sogar der Unwissenheit oder Lauheit bei seinem Werk beschuldigte. Krank im Herzen und betend um den Tod als willkommener Erlöser, überwachte der Graf am Morgen des Johannistages, also 24. Juni 1218, nachdem er einen Ausfall zurückgeschlagen hatte, die Wiederaufrichtung seiner Maschinen, als plötzlich der Stein einer Schleudermaschine, die nach tolosanischer Überlieferung von Frauen bedient wurde, gerade die richtige Stelle traf. Der Helm des Grafen wurde zermalmt. Lautlos verschied er. Groß war der Schmerz der Gläubigen in ganz Europa, als die Nachricht sich verbreitete, dass der ruhmreiche Vorkämpfer Christi, der neue Makkabäus, das Bollwerk des Glaubens, als Märtyrer für die Religion gefallen sei. Er wurde in Haute-Brière, eine Filiale des Klosters Dol, begraben, und die Wunder, die an seinem Grabe geschahen, bewiesen, wie angenehm Gott sein Leben und sein Tod war. Allerdings fehlte es auch nicht an Leuten, die seinen plötzlichen Fall in dem Augenblick, wo sein Erfolg fast begründet zu sein schien, als Strafe dafür bezeichneten, dass er über der Befriedigung seines Ehrgeizes die Verfolgung der Ketzer vernachlässigt habe. Wenn es noch eines Beweises für die ausgezeichneten Fähigkeiten Montforts bedarf, so wird er geliefert durch die Tatsache, dass alles, was er zustande gebracht hatte, unter den Händen seines Sohnes Amaury wieder zugrunde ging. Noch während der Belagerung war das Ansehen des Grafen so groß gewesen, dass am 18. Dezember 1217 sogar der mächtige Jourdain von Ile Jourdain sich ihm als Herzog von Narbonne und Grafen von Toulouse unterwarf und den Grafen Gérard von Armagnac und Fezenac, den Vicomte Roger von Fezensacquet und andere Adelige als Geiseln stellte. Und noch im Februar 1218 hatten die Bürger von Narbonne ihre aufrührerische Haltung aufgegeben. Der Tod des Grafen galt allgemein als das Zeichen der Befreiung. Überall, wo die französischen Besatzungen nicht zu stark waren, erhob sich das Volk, metzelte die Eindringlinge nieder und rief die früheren Herren zurück. Es war vergeblich, dass Honorius den Amaury als Nachfolger seines Vaters in dessen Lehnsgebieten anerkannte, dass er die beiden Raimunde mit dem Banne belegte, dass er Philipp August ein 20stel der kirchlichen Einkünfte bewilligte, um ihn zu einem neuen Kreuzzuge zu veranlassen, und dass er allen denen, welche die Waffen ergreifen würden, einen vollkommenen Ablass versprach. Hatten wir ja gerade eben schon in dem Artikel über das Laterane Konzil gelesen, ne? Ebenso vergeblich war es, dass Ludwig Löwenherz mit Ermächtigung seines Vaters und unter Begleitung des Kardinallegaten ein stattliches Heer von Pilgern herbeiführte, das in seinen Reihen nicht weniger als 33 Grafen und 20 Bischöfe zählte. Denn wenn sie auch bis Toulouse vordrangen, so war doch die dritte Belagerung der unnachgiebigen Stadt nicht erfolgreicher als die früheren, und Ludwig musste sich ruhmlos zurückziehen, nachdem er nichts anderes erreicht hatte als das Blutbad von Marmande,
bei welchem 500 Menschen ohne Unterschied des Alters oder Geschlechts getötet wurden. Tatsächlich trug gerade die erbarmungslose Grausamkeit und die brutale Zügellosigkeit der Kreuzfahrer, die weder das Leben der Männer noch die Ehre der Frauen schonten, nicht wenig dazu bei, um den Widerstand gegen die neue Herrschaft aufs Äußerste zu entflammen. Eine Festung nach der anderen wurde von den Franzosen entrissen und nur wenige der Eindringlinge konnten Familien gründen, die sich unter den vornehmen Geschlechtern des Landes zu behaupten vermochten. Im Jahre 1220 versuchte ein neuer Legat, Konrad, einen militärischen Orden unter dem Namen Ritter des Glaubens an Jesus Christus zu gründen. Das klingt beinahe wie die Jesuiten, ne? Aber der Versuch missglückte. Ebenso vergeblich war es, dass der Papst 1221 das Urteil der Exkommunikation und der Enterbung aussprach, sowie dass Ludwig in demselben Jahre einen Kreuzzug unternahm und von Antichrist Honorius III. Zur Bestreitung der Kosten desselben ein Zwanzigstel der kirchlichen Einkünfte zugewiesen erhielt. Ludwig wandte das mit diesen Mitteln gesammelte Heer gegen die englischen Besitzungen und nahm La Rochelle trotz des Protests des Königs und des Protests des Papstes in Besitz. Im Anfange des Jahres 1222 bot Amaury, zur Verzweiflung gebracht, all seine Besitzungen und Ansprüche dem König Philipp August an und drängte Antichrist Honorius III. Den Vorschlag zu unterstützen. Der Papst begrüßte denselben als den einzig möglichen Weg, um das, wofür jahrelang die größten Anstrengungen gemacht waren, auch zu Ende zu führen. Am 14. Mai schrieb er an den König und stellte ihm vor, dass nur auf diesem Wege die Kirche gerettet werden könne. Die Ketzer, die sich während der französischen Herrschaft in Höhlen und Bergfesten versteckt hatten, kamen, sobald die Eindringlinge vertrieben waren, allenthalben wieder hervor. Ihre unaufhörlichen Missionsbestrebungen wurden unterstützt durch den allgemeinen Hass, den man gegen die Fremden hegte. Die Kirche hatte sich zum Nationalfeinde gemacht, und wir dürfen wohl der Schilderung glauben, die Honorius von der beklagenswerten Lage der Rechtgläubigen in Languedoc entwirft. Die Ketzerei wurde offen geübt und gelehrt. Die ketzerischen Bischöfe lehnten sich trotzig gegen die katholischen Prälaten auf und die Gefahr lag vor, dass sich die Pest durch das ganze Land verbreitete. Trotz all dieser Argumente und trotz des Angebotes von einem Zwanzigstel der kirchlichen Einkünfte und unbeschränkter Ablässe für einen Kreuzzug hatte Philipp doch nur taube Ohren für alle Vorstellungen und Bitten. Als Amaury sich mit demselben Anerbieten an den Grafen Theobald von der Champagne wandte und dieser den König um seinen Rat fragte, erklärte derselbe kühl, er wünsche ihm, falls er sich nach reiflicher Überlegung zu dem Unternehmen entschließen wolle, den besten Erfolg, könne ihm aber keine Hilfe oder Erleichterung gewähren und ihn auch nicht angesichts der drohenden Beziehungen zu England von seiner Vasallenpflicht entbinden. Hierdurch möglicherweise ermutigt, wandte sich der jüngere Raimund im Juni an Philipp als seinen Lehnsherrn und, wenn ihm das Wort gestattet sei, Verwandten, bat ihn um Mitleid und flehte ihn in den demütigsten Ausdrücken an, er möge seine Aussöhnung mit der Kirche vermitteln und die auf ihm lastende Erbunfähigkeit auf diese Weise beseitigen. Die Veranlassung zu diesem Schritt gab offenbar der erwartete Tod Raimunds VI., der kurz darauf im August 1222 eintrat. Er führte keine Veränderungen in den politischen und religiösen Verhältnissen herbei, ist aber doch nicht ohne Interesse wegen der so hartnäckig gegen den Grafen erhobenen und als Grund für seine Vernichtung benutzten Beschuldigungen der Ketzerei. Im Jahre 1218 hatte er sein Testament gemacht und in demselben den Templern und Hospitalern von Toulouse fromme Vermächtnisse hinterlassen, sowie die Absicht kundgegeben, in den letzteren Orden einzutreten und bei den Mönchen desselben begraben zu werden. Am Morgen vor seinem plötzlichen Tode hatte er noch zweimal die Kirche von La Dorade zum Gebet besucht, aber sein Todeskampf war kurz. Er konnte nicht mehr sprechen, als der Abt von Saint-Cernin, den man schleunigst hatte kommen lassen, an seinem Bette erschien, um ihm die Tröstungen der Religion zu spenden, also die letzte Salbung zu geben.
Ein Hospitaler, der zugegen war, warf seinen Mantel mit dem Kreuz über den Grafen, um dadurch seinem Haus die Bestattung des Leichnams zu sichern. Aber ein eifriges Mitglied der Pfarre Saint-Germain riss den Mantel wieder weg, und so erhob sich ein unwürdiges Gezänk über den eben gestorbenen Mann, wobei der Abt, weil der Tod in seiner Pfarrei erfolgt sei, mit lautem Geschrei das Begräbnis für sich in Anspruch nahm und das anwesende Volk aufforderte, den Leichnam nicht aus dem Bereiche derselben entfernen zu lassen. Dieser hässliche Streit um die Überreste des Grafen erscheint umso sonderbarer, als die Kirche die Beerdigung ihres angeblichen Feindes niemals gestatten wollte. Der Leichnam blieb vielmehr unbestattet, trotz der wiederholten frommen Bemühungen Raimunds VII., der nach seiner Versöhnung mit der Kirche auch der Seele des Vaters die ewige Ruhe zu sichern suchte. Vergebens stellte eine von Antichrist Innozenz IV. Im Jahre 1247 angeordnete Untersuchung aufgrund der Aussagen von 120 Zeugen fest, dass Raimund der frömmste und barmherzigste der Männer und der gehorsamste Diener der Kirche gewesen sei. Seine Überreste blieben trotzdem anderthalb Jahrhunderte lang zur Freude der Ratten im Hause der Hospitaler liegen. Und als ein Stück nach dem anderen davon verschwunden war, wurde zuletzt noch ein Schädel mindestens bis zum Ende des 17. Jahrhunderts als Sehenswürdigkeit aufbewahrt. Ein Relikt, wie wir das so schön von der römisch-katholischen Kirche ja kennen. Nun, wir sind noch nicht ganz bei einer Stunde, aber am Anfang der Seite 212 geht es damit weiter, wie Raimund der VII. Das Zepter nach dem Tod seines Vaters übernommen hat. Und deswegen möchte ich hier einen Schlussstrich unter die Lesung heute ziehen, auch wenn das erst nach 53 Minuten ist, aber das ist ja so gut wie eine Stunde. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt etwas dazugelernt über die Art und Weise, wie die römisch-katholische Kirche ihre Dinge regelt. Einerseits in diesem Laterankonzil von 1215, was wir gelesen hatten, und andererseits, wie sie hier gegen die Ketzer vorgeht im Süden von Frankreich. Das war also ein einziges Pulverfass die ganzen Jahre. Wie gesagt, ich hatte ja in der letzten Sendung gesagt, es geht im Grunde um einen Krieg von 1209 bis 1229. Und wir sind ja jetzt erst im Jahr 1222, also so ganz ist es da ja noch nicht vorbei. Und wie es dann weitergeht, das werden wir dann nächstes Mal sehen, weil dann sprechen wir über den König Ludwig VIII. Von Frankreich, über Raimund VII. Und die Kurie und über das Konzil zu Bourges, das dann auch noch kommen wird. Und das zieht sich eine Zeit lang hin und dann geht es in einen neuen Kreuzzug und mal sehen, wie weit wir dann nächste Lesung kommen. Dies war jedenfalls für heute die 19. Lesung aus dem wundervollen Buch Die Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. Und ich danke fürs Zuhören und Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag und Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.